Göttingen ist in der Gewissheit einer Präsidentin Clinton schlafen gegangen. Und jetzt haben wir den Salat. Wie fassen Studierende die Nachricht eines Präsidenten Donald Trump auf? Gottimperator oder Verbrecher? Geht die Welt jetzt unter? Wir haben nachgefragt. Was erwartet ihr? Was passiert jetzt? Wird er eine Mauer bauen? Wird er alle Muslime aus Amerika rausschmeißen? Also ich bin wirklich sehr gespannt, wie er das hinkriegen soll, dass Mexiko für die Mauer bezahlt, die von Amerika trennt. Ich bin sehr gespannt, ob er das hinkriegt, wie er die ganzen Leute deportieren möchte, die auch da illegal sind. Ich denke, er wird es auf jeden Fall versuchen, ob er die jetzt alle in Busse steckt oder keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt, wie er das machen will. Man hat das immer für einen schlechten Witz gehalten irgendwie, und ich hatte gehofft, dass diese mediale große Präsenz, die Trump hat, oder naja, seine Präsenz hätte ja wahrscheinlich nicht abgenommen, da das Wahlergebnis ja sicher angefochten hätte oder solche Dinge. Aber ich hatte gehofft, dass zumindest dass er ernst genommen werden muss, dass das vorbei sei, und das ist leider nicht eingetreten, und das schockiert mich immer noch ein bisschen. Trump ist jetzt da, keine Frage. Also gerade die Republikaner sind jetzt da und werden dann wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren einiges zu sagen haben. I was reading also the news. I think it's going to be really strange 4 years for not just for the Mexicans, because you know now the policy, it's almost against every people that thinks different, that acts different, that have different religions, so it's not a matter that I'm Mexican. Die Versprechung, die Ankündigung er gemacht hat, Entspannungskurs mit Russland und sowas, da bin ich mal gespannt, ob er das wirklich so durchgesetzt kriegt, wie er sich das vorstellt, und ob es nicht am Ende dann doch wieder ganz anders kommt, als es zurzeit von ihm erwartet wird. Etwas kritisch sehe ich außerdem einfach, ich meine, wir haben jetzt Trump, wir haben Putin, wir haben Erdogan, nächstes Jahr wählen wir. Und wer weiß, was mit der AfD passiert. Also das wird schwierig. International auch, ich mache mir da ehrlich gesagt schon große Sorgen drum, ob er jetzt vielleicht, ob das wirklich nur so Wahlkampfpropaganda war oder ob er jetzt weiter diesen Kurs fährt. Ich hoffe, das war Taktik und dass er jetzt einen Gang runterschaltet, ehrlich gesagt. Und dieses republikanische Denken und einen Einfluss haben wird, dieser weiße Mann der Mittelschicht irgendwie sich jetzt repräsentiert sehen möchte. Und das finde ich schwer. Da habe ich ein bisschen Angst vor, um ehrlich zu sein. Und die Frage, die ich denke, die jetzt im Raum steht, ist, was die Außenpolitik betreffen wird. Und da gilt es jetzt zu sehen, was daraus wird. Klar kann ich mir vorstellen, dass diese Parolen irgendwie einen Einfluss haben werden. I think it's going to be 4 years of not knowing what is going to happen. Whatever he decides is going to affect the whole world. So it's not just to think about being a Mexican. Let's see also what it's going to happen in Germany. What is going to happen with the refugees. I'm still quite in shock, to be honest.